An eine Sache erinnere ich mich noch. Ich habe also auch sehr viel Radio gemacht. Und mein Chefredakteur hatte Urlaub und sein Stellvertreter war am Ruder. Und so ein Stellvertreter ist ja dann etwas beflissener als jemand, der immer gewohnt ist, an diesem Stuhl da zu sitzen. Und der bestellte mich ein, so heißt das. Und da sagte der: Du, hör mal, wir müssen reden. Und da habe ich gesagt: Ja, jederzeit. Ja, du hast ja diese Nachtsendung da wieder. Und wen hast du denn da heute zu Gast? Ich sage: Na, den und den und den. Und dann kommt noch der: Ja, wie sieht denn euer Gespräch aus? Kann ich das mal irgendwie aufgeschrieben haben? Und da habe ich gesagt: Du, wir haben es noch nie aufgeschrieben, weil ein Gespräch aufzuschreiben ist äußerst schwer, weil ich interviewe da Künstler, die auch mal anders antworten. Dann werde ich neu fragen und schon ist mein Konzept im Eimer irgendwie. Also es geht darum und es geht darum und darum. Aber viel mehr kann ich dir da nicht sagen. Ja, sagt er, ich frage dich nur deswegen, weil es gibt jetzt eine Anweisung, dass wir jetzt gerade, also es ist nicht erwünscht, dass man zum Beispiel jetzt Fleisch sagt. Ich sage: Wie bitte? Ja, Fleisch sollte man jetzt nicht sagen. Ich sage: Wie, einfach so Fleisch? Warum? Wie kommst du darauf, dass ich also sage: Guten Abend, meine Damen und Herren, Fleisch? Völlig bescheuert irgendwie. Und dann sagt er: Nein, aber falls sich der Zusammenhang ergibt, dann darfst du bitte nicht Fleisch sagen. Und du darfst auch nicht oder du solltest nicht Urlaub sagen. Ich sage: Um Gottes Willen, warum soll ich denn nicht Urlaub sagen? Ja, weil der Urlaub war so verregnet und viele Menschen, die. Also es waren irgendwie völlig übertriebene Dinge zwischendurch. Angst einfach regierte eben da. Ich habe natürlich damit meine Sendung begonnen für alle, die noch nicht im Urlaub waren und für alle, die jetzt aus dem Urlaub kommen und für alle, die in Urlaub und so weiter. Und Fleisch habe ich, glaube ich, auch gesagt ein paar Mal, weil ich das einfach viel zu blöd fand. Es gab auch kein größeres Nachspiel dazu. Welches Argument war das für den Urlaub, dass der Urlaub verregnet war? Ist das Ja, Grund also er oder konnte war das mir, eine es war, Angelegenheit des? wer weiß, sowas kommt irgendwo her, aus irgendeiner Abteilung, irgendein Chef sagt oder irgendeine politische Institution sagt, also Leute, Fleisch nicht sagen oder Urlaub nicht sagen oder das nicht sagen. Die haben da, glaube ich, auch nicht hinterfragt. Also man hatte wohl Angst, dass man Unstimmung erzeugt irgendwie. Und wahrscheinlich war das Wetter nicht so prima und der Urlaub war vielleicht nicht so prima für die meisten der Menschen in der DDR. Und somit hatte man so gesagt: Ach, lieber Urlaub nicht sagen, so ein Thema. Es gibt noch eine Anekdote, also nur mal so jetzt mit Sigmund Jähn. Wir haben, Jürgen Karneu und ich haben eine Radiosendung moderiert, ebenfalls. Die hieß Die Nacht mit Jürgen Karneu und Wolfgang Lippert. Es hatte nichts damit zu tun, dass wir mit irgendwelchen Leuten in Betten gelegen haben, sondern wir haben da nachts live mit Künstlern diskutiert. Es war eine Art Talkshow, sehr suspekt eigentlich, weil live erstmal und eben Talkshow, also überhaupt nicht zu kontrollieren, wohin geht so ein Gespräch. Und wir hatten also hochpolitische Gäste, der Kulturminister der DDR war da, Dr. Hans-Joachim Hoffmann, wir hatten den Schlagersänger Frank Schöbel, wir hatten aber auch Professor Peter Weck. Oder wir hatten, ich weiß nicht wen, also das war denn damals schon so in, da ging schon in den 80ern, da ging das schon so oder weiter. Und also wie gesagt, wir hatten Sigmund Jähn zu Gast, den berühmten Fliegerkosmonauten, so hieß der ja. Das war ja kein Kosmonaut, sondern kein Astronaut, sondern ein Fliegerkosmonaut. Die DDR hatte immer so andere Terminis dafür. Und mein Kollege Karney fragt den irgendwas. Wie hoch man da so fliegt und ob es da warm ist in der Kapsel oder weiß ich. Also irgendwie so Unterhaltungsfragen. Und ich denke so die ganze Zeit, also irgendwie ist es doch schade, weil dieser Mann, der wurde damals also überall rumgereicht. Der war auf jeder Kolchose, der stand auf jedem Treppchen, auf jedem Podium, bei jeder Estrade. Der ist also überall gewesen und man hat ihn eigentlich alles gefragt. Und ich habe so überlegt, welche Frage könnte dem noch nicht gestellt worden sein? Und mir fiel ein, dass er ja damals mit Valery Bykovsky unterwegs war. So hieß der russische oder sowjetische Kollege. Und da habe ich zu ihm gefragt, habe ich zu ihm gesagt: Herr Jähn, wenn Sie da oben im Weltall waren, da waren Sie ja ein paar Wochen und Sie waren vorher in so einem Trainingslager, da rückt man ja wirklich eng zusammen und man hat ja, denke ich, wenig Geheimnisse voneinander, wenn man da so da oben ist und man nähert sich auch an, man lernt sich kennen und streitet man sich auch mal, also um es als Frage zu formulieren, haben Sie sich mal in der Kapsel da oben mit Valery Bykovsky gezankt oder so? Dachte ich, dass Sie sich richtig, ja, nein, wir fliegen rechts rum oder nicht, wir fliegen da lang oder ich weiß nicht was. Und daraufhin sagte der Politoffizier, der als Begleitung von Sigmund Jähn mit war und da im Publikum in der ersten Reihe saß, so ein bisschen in seinem Stuhl runter und fixierte mich.
Mein Chefredakteur, der bei solchen wichtigen Terminen natürlich auch persönlich anwesend war, machte zu mir so, als wenn, Mann, du Idiot, mach eine andere Frage. So, nun hatte ich aber schon gefragt. Und der Sigmund Jähn sagte, ja, wir haben uns mal gestritten. Ja, mein Chefredakteur, also der Politoffizier sagte wieder ein Stück weiter runter und wurde schon irgendwie ein bisschen, guckte schon ein bisschen böser. Mein Chef wurde vehementer, der hatte so eine komische Angewohnheit, seine Unterschenkel so zusammenzurollen irgendwo. Und ich guckte immer unter den Stuhl und wenn das also dreimal rum war, dann war irgendwie ganz große Gefahr angesagt. Und jedenfalls sagte der, ja, wir haben uns mal geschritten. Und ich sah, ja, nun war ja die logische Frage, darf man vielleicht mal fragen, worum es da ging? Also habe ich die natürlich auch gestellt. Daraufhin wurde mein Chef irgendwie immer nervöser. Der Politoffizier war schon fast unterm Tisch verschwunden. Und Sigmund Jähn sagte, ja, wir hatten Bilder von unseren Staatsoberhäuptern mit in dieser Kapsel, die wir da mit ins All genommen haben. Und Valery Bykowski wollte nach dem Essen die Bilder immer weghängen, wenn wir gegessen haben. Und ich wollte, dass die hängen bleiben. Und darum haben wir uns gestritten. Und da habe ich gefragt, ob es so große Bilder waren, die man so aus den Schulen kennt oder aus den Kneipen, wo die da immer so hingen, so leicht süffisant lächelnd. Und da sagte er, nein, es waren ganz kleine, aber die sollten eben trotzdem weg. Und dann habe ich also weitergefragt, habe auch nicht mehr zum Chef geguckt, weil ich wollte jetzt mein Interview da zu Ende bringen und habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass anhand der Wichtung, der politischen Wichtung, so entschieden wurde, wie Valery Bykowski vorgeschlagen hat, richtig? Da sagte der ja. Und daraufhin, also es ist ja, es ist wirklich so lächerlich eigentlich, aber es ist, hat sich wirklich zugetragen. Wie gesagt, die Chefetage war irgendwie not amused über meine Frage. Und dann klärte aber Sigmund Jähn, Gott sei Dank, also auf diesen, sagen wir mal, fast Affront irgendwie, dass die also ihre Ober-Indianer da alle weg in eine Schublade geschmissen haben, dass sie so fehlerhafte Raumnahrung hatten, die aus den Tuben auch manchmal unkontrolliert austrat und durch die Schwerelosigkeit irgendwie durch die Gegend gurkte. Und es gab, glaube ich, diesen Sketch von Loriot noch nicht, wo der sagt, sagen Sie nichts, Mathilde oder so. Also der hatte, Bykowski hatte Angst, dass sein dass die Staatsoberhäupter irgendwie in Soßenklecks auf der Stirn haben und wenn dann die Fernsehübertragung zur Erde passiert, dass der irgendwie, ja, Brezhnev da irgendwie eine Nudel an der Stirn hat. Das war alles. Es war eine absolut, finde ich, sympathische Geschichte, eine naive Geschichte, aber es gab richtig Ärger dafür. Und so eng waren manchmal die Befindlichkeiten. Ja, da muss man antanzen und muss sich also da furchtbar anschimpfen lassen. Und das, es steht ja für einen Freiberufler auch immer so aufs Spiel, dass man also so einen Job einfach verliert. Und sowas gab es damals auch. Also es war nicht zwangsweise so, dass man also da 100 Jahre so eine Sendung dann machen konnte, sondern da flog man auch raus. Aber es ging glimpflich.